MD Fireworks, hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, jetzt im Test das Katana-Sortiment von Nico für 3,99 aus dem Norma. Das ist ein neues Set, deswegen teste ich das jetzt mal für euch, wie das so ist. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. So, ich habe das Ganze jetzt mal ausgepackt und wir fangen einfach mal an hier mit einer Packet Cracker Matte. Jawoll, Alter, da geht's auch schon ab. Ich weiß gerade leider nicht, wie viel Uhr wir haben, weil nämlich mein Handy eben ausgegangen ist von Kälte. Ich hatte eigentlich noch 35%. So, dann zünden wir das jetzt. Die Packet Cracker Matte von Nico aus dem Katana Sortiment. Schon mal schwach, aber sind halt Packet Cracker. Machen wir auch, denke ich mal, keine mehr von. Aber wir machen jetzt die Pyro Cracker, China Cracker. So. Ja, die ging schon mal für Pyro Cracker. Ja, die gehen eigentlich wirklich, also halt Durchschnitt. Oh, scheiße. Die schnipseln sogar ein bisschen. So, ich bin wieder da. Da waren welche mit dem Hund. Die sind hier hinten lang gekommen. Ah, das ist auch das Auto anscheinend, was von denen da steht. Waren aber ganz liebe. Also, ich habe denen auch erklärt, dass ich immer warte, wenn ich Hunde oder so sehe. Oh ja, die hat sich das hier mal ein bisschen angeguckt. Und ja, die waren ein bisschen so erstaunt, wie viel das ist. Ich habe ihr gesagt, ich habe noch zu Hause zwei fette Kisten. Und ja, dann hat sie gesagt, ja, wenn man so viel hat, da kann man ja gar nicht bis 0 Uhr warten. Da kriegt man das ja alles gar nicht weg. Also die waren auf jeden Fall ganz nett. Dann geht es jetzt auf jeden Fall weiter. Ich denke, ich warte noch kurz, bis die da weg sind. Dann meinten die halt noch, ob ich das alles wegräume. Ich meinte ja. Werde ich auch wirklich machen. Ja, ich warte jetzt noch kurz, bis die weggefahren sind und dann geht's weiter. Die sind immer noch da, die haben sich jetzt irgendwie Sekt oder so aufgemacht. Die Hunde sind aber im Auto, das heißt, ich mache weiter. Na, was ist denn jetzt los? Und der letzte Pyro-Cracker. Ja, also ging ganz so fit für Pyro-Cracker. So, dann haben wir jetzt hier die Nico Deböller. Schön jetzt raus. So, jetzt. Was ist denn mit dem Feuer los? Das ist neu. Ja, ging so. Kenne ich besser aber von Nico. Ich
Ist aber okay, Durchschnitt halt. Und der letzte. Ja, der war nochmal ganz stark. Ich bin gespannt, ob die Superböller 2 dann jetzt besser sind. So. Oh, der ging doch noch. Der war jetzt nicht wirklich lauter wie der D. Ja, der war schon ganz stark. So, dann den nächsten. Ah, der ist, glaube ich, ausgegangen. Jo. Ah, der ging noch. Ja, also das Set ist ganz in Ordnung, kann man sich mal mitnehmen für 3,99 €. Auch mal schön, dass man jetzt so ein im Normal so ein Nico-Set bekommt. Und ja, Freunde, das war's dann mit dem Video. Lasst ein Like da, abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann ciao und bis zum nächsten Video. Der Sonnenuntergang, das wird meine Nacht. Bis die Wolken wieder lila sind, bleiben wir wach. Ganz Jahresbüro, bis ich im Grab liege. Immer heiße Ware am Start, als würde ich Gras spielen. Kristallklare Nacht, es liegt was Magisches in der Luft. Pyro-Zauber.